Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal das Gegenstück zum Video an, was vor ein paar Tagen kam, glaube ich. Dorian gegen Rainer. Imp und Dorian waren so ein Duo im Game, sag ich mal. Und ja, das ist der, wo Drachenlord immer, anstatt irgendwann Imp zu sagen, weil Imp sich irgendwann so genannt hat, hat er immer Imperdonensius ausgesprochen, weil er einfach sehr stolz darauf war, es aussprechen zu können. Obwohl in den Kommentaren zum Video stand, dass es wohl trotzdem falsch ausgesprochen hat. Aber Imperenensis ist doch richtig, oder? Oder hieß er anders? Ich meine, Drachenlord hat es richtig gesagt. Aber naja, ist ja auch nicht schlimm, ist 10 Jahre her. Ist tatsächlich, ne? Bei 14 müsste Imps Zeit gewesen sein. Wie die Zeit vergeht, ne? Zum Thema Stream. Ich versuche heute Abend online zu kommen, wenn es wieder geht. Dann kriegt ihr den Ping, so 19:30 bis 20 Uhr ungefähr, würde ich dann starten. Mit dem Talk über den Noldreger Zember. Da können wir mal über alles einfach reden, weil es einfach besser ist, in einem Video zu sagen, in einem Stream zu sagen, als wenn ich im Nachhinein auf Kommentare antworte, weil ja, ne, das ist kein direkter Austausch. Deswegen, wenn es geht, kriegt ihr heute Abend den Ping um 19:30 ungefähr. Falls nicht, ne, bitte nicht wieder Ankündigungs-Captain reinschreiben und deswegen, damit ihr Bescheid wisst. Wenn nicht, dann aber allerspätestens Freitag 19:30 Uhr, weil da sollte es auf jeden Fall wieder gehen. Dann sind die 7 Tage rum, ist dann Tag 8. Das sollte dann auf jeden Fall wieder funktionieren. Wenn nicht, ist YouTube ein Hater. Aber ja, damit ihr Bescheid wisst. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Video. Andere Person. Ja, was meinte ich? Ihr merkt schon, Rainer ist ein bisschen nicht Herr seiner Sinne, würde ich mal sagen. Aber schauen wir mal. Du darfst gerne noch mal in Gast kommen. Du bist natürlich bei mir immer willkommen. Weißt du ja. Hallo? Okay, Leute, ich muss mal kurz einen Restart machen. Also, Sakura soll also als nächstes Gast sein. Sakura Haruno. Sakura Haruno ist ja an. Also, es leckt nicht bei euch, das ist reiner Stream-Qualität gewesen, ne, zu der Juno-Zeit. Das hat er als Qualität verkauft, um bei den ganz großen Leuten mitzuhalten. Naruto angelehnt und Sakura heißt ja Kirschblüten aus dem Japanischen. Also Sakura ist im Japanischen heißt Hallo Rainer, möchtest du bei mir deinen Spendenstream eigentlich machen? Ich bin ja auch YouTuber. So, dann würde ich sagen, also Sakura ist auf jeden Fall ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Name. Ihr versucht das so ein bisschen runterzuspielen, dass ihr gar keinen Bock auf Imp hat, indem er einfach weiterredet. Ne? Wir hatten das ja auch bei Malte, der hat das auch ein, zweimal versucht, aber ist dann relativ schnell zum Schluss gekommen, dass diese Taktik nichts bringt. Und ja, hat damals auch nicht ganz funktioniert. Spoiler. Nastrovia, Rainer, wie geht's? Nostrovi, wenn du mal Deutsch könntest, wären wir auch zufrieden. Russisch brauchen wir hier nicht. Tschüss, du Affe. Russisch? Ich sag's nochmal, ich bin besoffen, aber nicht so besoffen, dass ich nicht den Unterschied zwischen Hater und Zuschauer kenne. Wobei, das Mädel war ja auch ein Hater. So, ich bezweifle, dass die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Aber das wird sich gleich zeigen. Hallo Rainer, wann löscht du dich denn eigentlich? So, weißt du, sind wir mal ehrlich, ja? Du bist dümmer als ich, du bist Ja, hässlicher als ich. das kann ich Klar, du beides zeigst bezeugen, ja. deine Fresse, Respekt dafür, aber deine schwulen Ohrringe, ja, an sich finde ich schon ganz. Auch wieder ein guter Beweis, wie intellektuell oder wie weit man als Mensch ist, wenn man schwul auch 2016 als Beleidigung benutzt hat, aber es ist der Lord, er ist ja selber bisexuell angeblich. Der darf dann sowas sagen. Ehrlich, ich hab nichts gegen Schwule. Ich hab, ohne Scheiß, Junge, ich hab Das nichts ist gegen ja auch Schwule. klar. Ganz ehrlich, ich bin bisexuell, ja. Ja. Aber wenn man sich so schwul verhält wie du. Glaubt ihr, Rainer ist wirklich bisexuell oder glaubt ihr, Rainer hat sich irgendwann damit abgefunden, dass Frauen einfach keinen Bock auf ihn haben und dass er einfach irgendwann gesagt hat, jo, dann nehme ich halt Männer. Weil ich denke, es ist deutlich einfacher, in Rainers Situation mit einem Mann was zu haben. Erst recht, Rainer meinte ja, dass er niemals geben würde, sage ich einfach mal, um es hier YouTube-freundlich zu halten. Und ja, denkt sich, okay, komm, ne, kriege ich einen geblubbert oder so, ne? Ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist ihm in seiner Notlage vielleicht einfach egal gewesen. Das glaube ich eher.
Ich habe mich als reiner Schwules oder bisexuell, weil er auch meinte, er kann sich keine Beziehung mit einem Mann vorstellen, dass es rein auf sexueller Natur ist. Kann natürlich sein, aber ist auch eher was, was dafür spricht, dass Rainer vielleicht doch eher hetero ist. Aber halt, ja, irgendwann es nicht mehr ausgehalten hat, gar nichts zu haben. Ja, dann kann man sich meiner Meinung nach schon eins sagen lassen, weil selbst ein Schwuler von dir nichts mehr wissen will. Aber warum ist denn schwul eine Beleidigung für dich, wenn du das doch selber... Das ist keine Beleidigung. Definitiv nicht. Also. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ja. Aber du bist eine Beleidigung für alle Schwule. Ja. Das ist ein Unterschied. Schwule sind eine Beleidigung, sondern du bist eine Beleidigung für Schwule. Weil du dich verhältst wie einer, aber kein Schwuler bist. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Ein feiner, minimaler Unterschied, der so gering ist, dass dein Mikrohirn nicht mitbekommt, was so Sache ist. Du lachst dir den Arsch ab. Weißt du, was witzig ist? Weißt du, was wirklich witzig ist, Junge? Über mich lachen die Leute seit Jahren. Über dich lachen sie seit heute. Du begreifst nicht, dass du auf YouTube landen wirst durch dieses Video. Über dich lachen die Leute ab heute. Über mich lachen sie seit 3 Jahren. Wollen wir wetten, dass du das keine 3 Jahre aushältst? Ja, ich werde der neue Drachenlord, bald lachen die auch über mich und dann höre ich auf. Ich bezweifle, dass du ein neuer Drachenlord wirst. Junge, verstehst du es nicht? Keiner hat die Macht, die ich besitze. Ich bin Drachenlord. Keiner kann es mir reichen, das Wasser. Und da lag ich damals so auf dem Boden, ne? Keiner kann es mir reichen, das Wasser. Hört man heutzutage immer noch häufig. Nicht so häufig wie andere Sachen, aber schon relativ häufig. Ja, wunderschön, wunderschön. Das ist jetzt, willst du 5 Jahre lang deinen Kopf gegen die Wand hauen und dann sagen, keiner von euch... Und wenn ich 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand hau, mein Kopf hält 5 Jahre gegen die Wand aus, deiner nicht mal eine Stunde, nicht mal eine Minute, einmal deinen Kopf gegen die Wand und dein Kopf ist Mus. 5 Jahre meinen Kopf gegen die Wand und die Wand zerbricht, Alter. Das ist der Unterschied, den du und deine Vollidioten nicht raffen. Junge, checkst du's nicht? Ich lache mir jetzt schon den Arsch ab, wenn ich nur drüber nachdenke, dass sich alle auf YouTube 100.000 Leute sich bepissen vor Lachen. Das ist so eine Lusche und so eine Flasche, wie du keine Chance gegen den Drachenlord. Junge, lach ruhig! Alter, ich bin der Witzfigur! Mir macht's nichts aus! Seit 3 Jahren lachen die Leute über mich! Lach ruhig! Lach dir den Arsch ab, Alter! Lachen wir regelmäßig. Du wirst morgen nicht mehr lachen. Weil du wirst morgen nicht mehr lachen, weil wenn du deine Videos auf YouTube siehst und deine Hackfresse im Internet siehst, wirst du definitiv nicht mehr lachen. Ja, deswegen. Ich sag dir auch warum. Von mir, weil ich das. Hilfiger. Ich weiß nicht, der Rainer ist natürlich gerade nicht Herr seiner Sinne, YouTube-sportlich. Aber ich glaube irgendwie, dass dieser Bewusstseinszustand nur hervorgebracht hat, was Rainer wirklich in dem Moment wirklich gedacht hat. Rainer war, glaube ich, wirklich der Auffassung, jo, ne, der kommt jetzt in meinen Stream, ich habe den gerade richtig fertig gemacht, ab morgen wird der gehatet und ich weniger. Ich glaube sogar, dass das Gesicht von Imp zu der Zeit schon bekannt war, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, er hat selbst Videos mit Cam gemacht. Also ist das erstmal kein Reveal gewesen, dass er sich da in den Stream gesetzt hat. Und ja, er sitzt da und lacht einfach nur. Aber ja, keiner kann es ihm reichen. Ne? Bleiben wir ernst. Ich sag dir, warum du nicht mehr lachen wirst. Meine Fresse im Internet ist normal. Für mich hat sich nichts geändert. Ob ich jetzt mit dir einen Stream hier mache und du dich über mich lustig machst, macht keinen Unterschied für mich, weil die ganzen Typen sich über mich sowieso schon lustig machen. Ich bin bekannt, weit bekannt. Wenn du aber morgen auf die Straße gehst, wenn dich einer erkennt, lachen dich alle aus. Ich sag dir auch warum. Vielleicht weil ich dick bin. Weil du ein. Der war nicht schlecht. Ein Battle, einen Kampf. Das sei ich perfekt eingestreut, ne? Rainer, erst recht zu der Zeit, da war es noch schlimmer als heute, hat das immer so vor sich geschoben mit, ja, die heißen mich alle nur, weil ich dick bin, weil ich ein Unterbiss hab, weil ich ein bisschen dümmlicher bin. Das hat er damals immer sehr als Schutzschild benutzt, um sich halt nicht eingestehen zu müssen, dass sein Charakter das Problem ist. Deswegen schön dazwischen geworfen.
eine Schlacht gegen einen verloren hast, der deiner Meinung nach dümmer ist als du. Und ich sag dir, warum du verlierst. Also ich sag dir, warum. Ich sag gegen mich und ich sag dir, warum du verlierst. Weil ich dich raushau. Oh nein! Ganz ehrlich, Junge, du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Ich sag dir warum? Ich bin der Boss. Ihr versteht es nicht! Ihr versteht es nicht, Alter! Seit 5 Jahren! Begreift ihr es nicht? Ich bin der Boss! Unbesiegt! Unfähig! Und warum? Weil es mir scheißegal ist, ob die Leute im Internet irgendwas über mich finden. Ihr, wenn allerdings im Internet seid und euch Leute auf der Straße anlabern, kriegt ihr plötzlich das Flattern. Ja. Wie gesagt, das Ding kannte ich schon, deswegen schauen wir mal, was uns jetzt noch so erwartet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich irgendwie gehört habe, dass Imp da war. Also abseits von dem wirklich bin ich, was Imp und da noch Zeit angeht, wirklich komplett blank. Oh. Rainer wieder am Beatboxen. Das macht er heutzutage zum Glück kaum noch, ne? Was war das letzte Mal? Vor ein paar Wochen oder so. Aber damals wirklich, anstatt diese Musik im Hintergrund, dann einfach gebeatboxt. Und ich kann euch wirklich sagen, das war schlimmer als sein Singschmatzen. Wirklich, es war schlimmer. Jetzt nehme ich einen Gast an. Vor allem einfach, weil er dachte, dass er es richtig gut kann und wahrscheinlich auf Meisterschaften gefahren wäre, wenn er Bock gehabt hätte. Oder er hatte halt irgendeinen Onkel, der war Landesmeister im Beatboxen oder so, ne? Oder ein Schweizer Taschengumpel. Sucht euch aus. Je nachdem gehe ich da mal kurz pullen und dann gucken wir mal. Mit dem Namen meinst du ernsthaft, ich nehme dich dran? Schauen wir mal daran. Und was ist das oben rechts für ein Fleck? Sieht ein bisschen sass aus. Offenbar ein... Hallo Rainer! Offenbar ein Fan von... Wann kommt denn die Folge von Hater heute mit mir? Offenbar ein Fan von... Hater heute müssen wir uns unbedingt auch mal anschauen, wirklich. Also da war wirklich Peak RBS in seinem Kopf. Schauen wir uns noch an. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh, sicherheitshalber mal meine Ohrstöpsel ein bisschen wegmachen. Alter, meine Haare sind schon wieder so lang, ne? Hey Rainer, wie geht's? Passt schon. Und dir? Kann ich leider nicht hören, Moment. Na, hast keine Kopfhörer. Du lachst wieder scheiße. Also irgendwie seit diesem Clip, als Rainer da saß, auf seiner Bank und sagt, ich scheiße, du Spacken, ich hab Musik an. Seitdem, immer wenn jemand sagt, hast du Kopfhörer auf, ich hab Kopfhörer auf, ich höre dich nicht oder irgendwas, es fliegt sofort in meinen Kopf, aber sofort. Es ist sofort drin und ich kann nichts dagegen tun. Kann man denn hier nirgendwo den Ton anmachen? Naja, keine Kopfhörer auf und so. Hast du nicht mal Lust einfach... Ich kann dich wieder nicht hören. Hast du nicht einfach mal Lust einfach mal aufzuhören, auf Kindergarten zu machen und das zu machen? Ich muss mir vielleicht die Seite... Wisst ihr, ich gebe ihm die Chance, ernsthaft zu sein und anständig das zu machen. Und was macht er? Er macht so auf, ich höre dich nicht. Hast du ihn erkannt? Natürlich, klar. Bin er nicht dämlich. Ich habe ihn absichtlich genommen, weil ich wissen wollte, was er will. Aber... Man merkt ein bisschen, dass er durch die Stille versucht, das so zu überspielen. Aber ja, es klappt irgendwie nicht ganz und das merkt er auch, glaube ich, recht relativ schnell, so wie er wild am Rumsuchen ist, was er jetzt machen könnte. So, schauen wir mal, ob er es jetzt hinkriegt. Hallo Rainer. Ich weiß nicht, ob der Lülü-Song im Hintergrund bei Imp, ob er es angemacht hat extra oder ob das vom Editor ist, von dem Video. Das weiß ich leider nicht. Falls es von Imp ist,
Coole Idee. Sehr coole Idee. Hallo? Was ist wieder mit Twitch los? Hier, Juno los. Ich höre dich schon wieder nicht. Kopfhörer aufsetzen wäre vielleicht ein Vorteil, ne? Ich habe eben auch im Stream mit Ton mir das angesehen. Nee, geht irgendwie nicht. Moment. Bleibt das hier rüber? Ich habe ja auch nichts gesagt. Hallo? Ah, jetzt, oder? Hm. Ja, also ich glaube, ich höre dich nicht so richtig. Hm. Weil Juno scheiße ist. Ich wollte dich nur mal grüßen. Verarschen, ne? Hoffst alles cool bei dir in der Schanze. Ich hätt jetzt gerne mit dir geredet, aber das geht auch nicht. Liegt irgendwie am Browser oder an Juno, höre nichts. Ich möchte hier alle Leute grüßen und ich dachte, es liegt daran, dass ich eben RBS geguckt habe und du warst ja bei dem im Teamspeak gleichzeitig. Und dann habe ich euch immer so doppelt gehört, ne? Also dich. Deswegen hatte ich dann hier Juno gemutet. Ich glaube, er meint diesen 3-Stunden-Talk. Da war RBS ja live. Rainer hat es natürlich nicht gemerkt. RBS hat es dann irgendwann gesagt, jo Rainer, ich bin übrigens live. Und Rainer natürlich, ja, weiß ich schon seit 3 Stunden, dass du live bist. Bla bla bla. Aber was ich sagen wollte. Irgendwie das, was da gerade passiert, fehlt mir heutzutage wirklich richtig, ne? Weil jetzt, wenn du bei Rainer reinkommst, du hast gar nicht mehr die Intention, so wirklich ihn einfach nur ein bisschen auf die Palme zu bringen. Natürlich willst du das, aber mit anderen Mitteln. Damals war er einfach nur genervt von Rainer, ne? Er war sehr arrogant, sehr unsympathisch. Aber das waren ja alles Sachen, über die man diskutieren konnte, ne? Das sind alles subjektive Meinungen, ob man jemand sympathisch findet oder nicht. Aber heutzutage, es ist so viel passiert, so viele starke Anschuldigungen, so viele abartige Sachen, die Rainer gemacht hat. Da will man einfach, wenn man mal die Chance hat, dass Rainer irgendwie mal dran nimmt, da will man erstmal diese Sachen klären. Wären diese Sachen nicht alle gekommen und so weiter? Ich weiß nicht. Es fehlt einfach, ne? Dass man einfach reingeht, so wie Imp jetzt, ihn so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ohne ihn jetzt wirklich zu schaden oder sowas, ihm so ein paar Insider an den Kopf wirft, die ihr versteht. Das war schon echt schön, muss man sagen. Das war echt schön. Das Game ist es unbedingt schlechter geworden. Ich denke, es kommt auf den an, der das betrachtet. Wenn du eher jemand bist, der so sagt, ja, ich mag die Tollaktion mehr, wie das jetzt hier, wo er einfach nur ein bisschen verarscht wurde, um es ein bisschen härter zu sagen. Oder ob man einfach ein bisschen ernst auf alles schaut und ja, es verwerflicher findet oder besser findet, wenn man Rainer für seine Sachen zur Rechenschaft ziehen möchte. Ich würde sagen, ich bin eher Ersteres. Aber jetzt ist es halt wieder so. Hier ist auch. Wie viel Blödsinn kann ein Mensch eigentlich erzählen, frage ich mich. Tolle Audiosymbol einfach weg, sobald man Gast. Als ob ich bei RBS im TS. Geht's noch? Ich würde dir gerne antworten, Rainer. Komm, du hörst mich doch ganz genau. Warum lachst du denn dann, wenn ich RBS sage, dass ich dann in dem TS bin? Ey, komm. Hier, Kognito-Modus. Und dann guck ich. Aber warum Rainer sich auch so vorführen lässt, ne? Sehe ich nicht. Schau mir deinen Stream da ohne Account an, dann geht das vielleicht. Warum Schanze? Ja, es irritiert mich auch seit Jahren schon, dass die Schanze sagen. Okay. Na gut. Vor allem eben sagt, vielleicht kann ich mit dir reden, wenn ich mich ohne Account einlogge. Also, ich war nie auf Juno irgendwie drauf, aber ich glaube, dass du nicht einfach in den Gast gehen kannst, ohne einen Account zu haben. Also, wieder alles wunderschön, wunderschön. Du darfst gerne noch mal in den Gast kommen. Ja, gut, okay. Ja, das waren die Im-Sachen. Irgendwie sehr wenig. Ich dachte eigentlich, was heißt ich dachte, ich hätte mir eher denken können, dass es viele kleinere gibt als 2 große oder 2,5 größere Sachen. Aber naja, vielleicht finde ich irgendwann noch was. Wenn es sehenswert ist, dann schauen wir es auf jeden Fall an. Ich würde einfach sagen, danke fürs Zuschauen, wirklich. Stream heute Abend oder spätestens morgen Abend, falls ich heute Abend noch nicht streamen kann. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns da. Haut rein.